Wenn Apps euch etwas mitteilen können, aktivieren sie den Kennzeichenzähler. Das ist eine kleine Zahl über der App und zeigt euch an, wie viele Nachrichten bzw. Hinweise auf euch warten. Manchmal kann das Ganze jedoch ein bisschen ausarten. Wie ihr den Kennzeichenzähler für einzelne Apps ausschaltet, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und heute möchten wir den Kennzeichenzähler für einzelne Apps ausschalten. Wir schauen uns das einmal an. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einmal bei den Mails rechts oben eine Information, eine 1. Das bedeutet wahrscheinlich, dass eine Mail auf mich wartet. Tatsächlich, hier im Eingang ist eine ungelesene Mail. Das kann prinzipiell bei jeder einzelnen App so sein, ob sie euch einen Hinweis geben möchte oder zum Beispiel, wenn ein Update bereitsteht. Manchmal kann das Ganze jedoch ein bisschen ausarten und man könnte geneigt sein, den Kennzeichenzähler auszuschalten. Wir gehen einmal in die Einstellungen und gehen dann einmal auf den Punkt Mitteilungen. Unter Mitteilungen können wir sämtliche Mitteilungsoptionen für die einzelnen Apps einstellen. Wir machen das hier jetzt hier einmal für die Mail-App. Wir gehen einmal in die Mails rein und sehen, dass Mitteilungen hier aktuell erlaubt sind. Der Kennzeichenzähler ist aktiviert. Ich deaktiviere den Kennzeichenzähler und ihr seht, dass die 1 nun hier verschwunden ist. Wir gehen jetzt wieder rein, ich aktiviere das Ganze, gehen wieder zurück und sehe, dass der Kennzeichenzähler wieder da ist. Das könnt ihr prinzipiell für jede einzelne App machen, die unter den Mitteilungen aufgeführt ist. Ihr könnt überall den Kennzeichenzähler so einstellen, wie ihr es persönlich möchtet. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.